Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4 Foundations. Endlich mal wieder mit Stimme. Sie ist wieder da, Gott sei Dank. Ja, ich habe jetzt halt die Tage noch ein paar Stunden gespielt. Und ja, ich glaube, ich muss wieder neu anfangen, denn das Problem ist jetzt mit meinem alten Spielstand. Der ist jetzt da 4 Tage alt, 9 Stunden, dementsprechend auch mit Mods. Und ich habe ja bei Nupileus Glück 2, 3, keine Ahnung, habe ich ja auch eine Station oder beziehungsweise ein Baukomplex ja gebaut. Habe dort auch ein Raumdock, ein Dreierraumdock von Theadis gebaut. Und da ist mir aufgefallen, dass dieser Raumdock immer und immer und immer wieder gebaut wird. Ja? Also ich habe dort jetzt bei diesem Raumdock habe ich jetzt knapp 20 Millionen in den Sand reingesetzt. Sie wird einfach nicht fertig gebaut. Ja? Sie wiederholt sich immer wieder von vorne, wenn sie bei 90-95% ist. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, was könnte das nur sein? Ich kann auch mein Konstruktionsschiff nicht, naja, sage ich mal, wegbringen. Es war einfach festgebunden an dieser Station. Ja, ich konnte es nicht abbrechen. Ich konnte die Aufträge konnte ich nicht löschen. Es ging gar nichts mehr. Und ja, da blieb mir halt nichts anderes übrig, als das erstmal sein zu lassen. Und dann habe ich ja auch in zweiter Kontakt Unruheherd. Wollte ich ja auch ein Komplex bauen, also sprich für Hüllenteile und für die anderen Sachen noch. Auch hier ist genau dasselbe Problem. Ich baue ein Dreier-Raumdock und sie wird einfach nicht fertig gebaut. Ja? Das heißt, dieses Raumdock hat jetzt auch schon knapp 15 Millionen in den Sand reingesetzt. Also ich weiß nicht, was das ist. Entweder ist da eine Mod-Schuld oder keine Ahnung. Also ich denke mal eher, dass dort... Aber ich habe ja so keine Baumods am Laufen. Egal. Aber ich würde sagen, wir fangen heute mal wieder ein neues Spiel an. Aber mit weiteren Mods. Ja. Alleine schon mit Aggressive AI. Die ist jetzt unterteilt worden in verschiedene Kategorien. Also in den Debug Combat Modul, Debug Script Modul, Deployable Modules, Escort Modules, Mindsweeping oder Mindsweeping Moduls, OOS Drones, Dangerous Player Stations, Dangerous Stations Modul, Smarter Targeting Modul. Und natürlich auch The Teleportation Wars, die ist auch der Dead gerade am Spielen. Und was mich dort etwas fasziniert ist, dass diese Mod nur wenige Kilobytes hat, ja, also ich glaube 79 oder 72 Kilobytes, und dass sie so vieles hinzufügt. Okay, das finde ich jetzt richtig cool. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit einem neuen Spielstand. Denn ich muss nur so einen neuen Spielstand machen, alleine schon mit der Aggressive AI. Ja, weil hier heißt es ja... Ich will jetzt ja nichts Falsches sagen. Wo ist es denn? Ich habe es irgendwo nochmal gelesen. On a new game start, creates 2 fleets fighting around your and modifies Argon Alliance and Holy Order to negotiate each order. Keine Ahnung. Ja, mein Englisch ist ja super schlecht. Ich verstehe nur einen Teil davon. Ja. Aber ich würde sagen, wir fangen mal an. Aber wir werden wieder... ich weiß nicht, ich denke mal, Entdecker ohne Erfahrung, wir werden das hier fliegen. Denn es ist auch so, ich glaube, ich muss auch mit der Teleportation Wars, muss ich auch definitiv einen neuen Spielstand starten, weil man muss ja sein Hauptquartier, muss man sich jetzt da richtig erarbeiten, so wie ich das mal gelesen habe. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt da verhält. So. Ja, okay, schön. Ja. Wie gesagt, tut mir leid, dass jetzt in den letzten Tagen ja, keine Videos gekommen sind. Wie gesagt, Stimme war weg gewesen. Ich habe jetzt auch gestern noch eine kleine Runde, mit ein paar Kollegen noch Arma 3 gespielt. Dort war die Stimme definitiv weg, ja. Also ich habe mich da angehört, ich weiß nicht, wie der Pate. Und ja,
Und am nächsten Tag war sie da gewesen. Ja, sie kam einfach wieder. Ich hab gedacht, ey, geil, ich kann endlich wieder Aufnahmen machen. Finde ich cool. Und ja, jetzt bin ich wieder da. Jetzt habt ihr mich wieder an der Backe kleben. So, gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich jetzt da gleich alles erwartet mit den neuen Mods. Oh, Codierung überlastet. Ja, finde ich halt super toll, dass meine Codierung wieder überlastet ist. Danke, OBS. Ja, ab und zu passiert das mal, obwohl die CPU-Auslastung bei 1% ist. Ich verstehe jetzt nicht. Ach, schon wieder überlastet. Okay, jetzt ist er bei 70%. Naja, so langsam im Spiel einigermaßen flüssig läuft, mal schauen. Gut, so. Ich habe einen Bauplan erhalten. Ich habe hier Flotten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was habe ich denn hier an Schiffe? Holy fuck. Oh. 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 Sündhafte Vergeltung, Dreieinigkeit. Weil es soll ja... Ah ja, hier sind die neuen Sektoren. Weil mit der mit Teleportation Wars kommen ja 21 neue Sektoren hinzu. Zwei neue Rassen. Und ja, das sind die neuen... Ach du Scheiße. Das heißt, ich muss sie erstmal noch... Alter, was... Holy shit, was ist denn hier los? Alter, hier geht's ja direkt ab. Hier geht's ja direkt ab. Holy shit, wie viel Gorgos, Nemesis habe ich denn hier? Oh, die Station ist cool. Persos Verteidiger, Heiliger Orden des Pontifex. Bündnis der Worte. BDW, okay. Ach du Scheiße, hier geht's ja richtig ab. Weil... nicht wundern, wenn es ruckelt, das liegt hier wirklich am Spiel. Ach du Scheiße, hier geht's ja richtig ab. Da habe ich ja hier relativ ziemlich schnell den Zinser zusammen. Was ist denn das für eine Station? Das ist irgendwie eine Verteidigungsstation. Wie es aussieht, sind das auch neue Laserwaffen. Die sind gelb. Ja gut, wobei, das hat bei den Stationen nichts zu tun, nichts zu sagen. Ach du Scheiße, hier geht's ja richtig zur Sache. Es ruckelt extrem mit 8 FPS. Wahnsinn. Bumm. Oh, wow, 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 wow. Mein lieber Scholli, hier geht's richtig zur Sache. Aber was mache ich hier mit meinen ganzen Schiffen? Was ist denn das hier, einer? Ein Trill. Ah, wir sind meine... da ich ja wahrscheinlich auch im Krieg bin. Mit anderen Fraktionen. Schauen wir mal ganz kurz nach. Inventar, ja. Habe ich wieder einiges. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh! Die Expeditionen. Sehe ich gerade. Hier sind noch die ganzen... Okay, das habe ich jetzt nicht gewusst, dass die ganzen Sachen hier auch noch mit dabei zählen. Das finde ich cool. Fraktionen, Beziehungen. Argonische Föderation 00000. Meditech. Ja, genau, das sind die, ist ja eine neue Fraktion. Meditech und Pirate. Ja. Das heißt. Republik Antigone. Ah. Das ist wahrscheinlich. Okay, Republik Antigone. Meditech hätte ich eher gedacht. Das ist eher, sag ich mal, so von den Teladis wäre, aber hier geht's ordentlich zur Sache, mein lieber Scholli. Hier sind Nadeln. Das heißt, hier ist jetzt hoffentlich auch die Möglichkeit. Hier ist auch, glaube ich, die Möglichkeit, für Dings zu sammeln, beziehungsweise für medizinische Verbände, also die Erste-Hilfe-Kästen. Ach du Scheiße, geht's hier ab, ey. Ich weiß auch nicht, was ich mit der ganzen großen Flotte mache. Weil...
Ein paar meiner Schiffe wurden ja schon ein bisschen stark beschädigt, ne? Hier den Gorgo, den hat's erwischt. Hier den. Ne, das ist nur der eine Gorgo. Ja, gute Frage, was ich mit so einer riesengroßen Flotte mache. Kann ich dort was machen? Formation setzen. Ach du Scheiße, Distanz, Dreieck, Halbkreis. Kreis. Ach du Scheiße, Vulkan, vertikaler Pfeil, 5 Sterne. Oh Gott. Untergeordneten zurückrufen. Oh, wo kommt denn das ganze Geld her? Aber jetzt die Frage, Fliege zu. Ist diese. Und ja, gut, okay, das ist die eine Staffel. Ja, okay, das ist der Staffelführer, genau. Das ist der Staffelführer. Okay, lalalalala. Also wie gesagt, das ist jetzt hier schon richtig so zur Sache geht, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Ach du Scheiße. Also hier heißt es jetzt ja wirklich, hier durchfliegen, versuchen den Zinser zu bekommen, weil, oh Gott. Also das nenne ich jetzt ja hier einen richtigen Krieg. Ja, noch nicht. Okay, das finde ich jetzt sehr heftig. Zinsa, 1 von 3, okay. Ja, ist schön für dich, dass ihr auf Befehle wartet. Oh je, oh je, oh je. Das ist echt abartig, was hier abläuft. Dass es direkt von Anfang an so losgeht. Ja, hier ist schon ein Teil. Ist das jetzt ein Raumschiff? Oder ein Teil von der Station? Das sieht aus wie ein Teil von der Station. Ja. Die wurde schon zerstört. Schwere Dampffeuerrakete. Einfaches Schiffsnanogewebe. Programmierbare Feldmatrix. Wie gesagt, ich brauche hier einfach nur durch digitales Seminar, Pilot, Zahlung. 770. Wieso bekomme ich da jetzt da Geld? Pff. Mein Gott, hier geht es aber richtig ab. Wie gesagt, das sind ja hier Paraniden. HOP auch mit dabei. Ach du Scheiße, Argonische Discover. Holy shit. Zahlung erhalten, neuer Kontostand. Wieso? Was für Zahlung? Einfache Schiffsnanogewebe, Generatorspule, schwere Dampffeuerrakete. Okay, also wie gesagt. Digitales Seminar. Bekomme ich die Sachen hier? Inventar. Ach du Scheiße. Fernzünder. Nadel. Programmierbare. Ach du Scheiße. 12 Stück schon? Handelsgüter. Battle Lock. Marcha Click. Mikromotor. Modularer Anzug. Ja. Wie gesagt, hier habe ich jetzt auch schon 2,5 Millionen Credits. Also. Ja. Okay. Das wird hier so schnell nicht aufhören. Na ja gut, wobei es wird bald aufhören. Aber es ist die Frage. Da ich ja. Ich will ja nicht sagen. Ich finde es schön, dass hier die ganzen Sachen hier jetzt erkundet sind. Mit den ganzen Sektoren. Das finde ich. Auf der einen Seite in Ordnung, weil ich habe die ja schon im Vanillaspiel oder beziehungsweise bei den ersten 30, 40 Folgen habe ich ja die Sektoren schon entdeckt. Aber ich würde sagen, da es ja hier neue Sektoren gibt, würde ich diese auch gerne erkunden. Ja. Aber dafür brauche ich erstmal ein besseres Schiff. Und ein besseres Schiff kann ich mir momentan noch nicht leisten. Fraktionen, Beziehungen, da ich überall auf Null bin. Beziehungsweise. Warte mal, sind's da? Achso, okay. Ich habe ja so jetzt da keine Mission offen, oder? Mein Besitz. Schnelle Reise, ja. Leitsystem, ja gut, okay. Ich habe hier nichts. Ja, was ich hier mit den Schiffen hier mal. Oh, das ist aber eine coole Formation. Was hast du nur für eine Formation hier? Formation setzen, ja gut, okay.
Habe ich da Schildkröte gelesen? Habe ich da irgendwo Schildkröte gelesen? Ne, Schützenreihe. Oh oh. Kreis. Dreieck. Ja. Fracht überprüfen ist scheiße. Ja, Fracht ist gut. Oh, ich habe Medikamente. Tschüss. Ich werde jetzt Ihre Fracht überprüfen. Ja, kannst ruhig machen. Ich bin auch direkt weg. Was willst du von mir? PGS. Pakt. Der grünen Schuppe. Minus 25. Naja, würde ich sagen, auf geht's, ne? Wenn du hier meine Fracht haben willst, dann bekommst du diese auch nicht. Pirat. Eigentlich muss ich ja der Pirat sein. So. Mein Gott. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt sich verhält mit der Aggressive AI-Mod. Nö, du hast mich ja zuerst angegriffen. Ja, ich mache relativ sehr, sehr wenig Schaden. Ich muss mein Schiff hier ein bisschen besser aufrüsten. Und das Schiff ist träge. Also es ist mehr, bis etwas träger als sonst. Die Discover. Die ist mir relativ sehr, sehr träge als vorher. Ich glaube, dort wurde auch was getan. Ich würde sagen, wir fliegen erstmal zur Schiffswerft. Werden dort unser Schiff etwas aufrüsten. Okay, das finde ich jetzt auch schon. Ich muss. Ja. Ich habe hier nur. Ja. Ja, die Schiffswerft wurde ein bisschen zermöbelt. In Andock. Ich glaube, ich kann hier nicht landen. Ist das Modul. Wurde das Modul zerstört? Ich glaube, das Modul wurde zerstört. Hä? Ah, ne, doch nicht. Wo bin ich denn hier? Ah, da ist das. Ja gut, okay, du hast nur so ein kleines... Okay, hier sind schon einige Schiffe, wo hier landen möchten. Gut, wo muss ich jetzt hier landen? Muss hier hinten landen? Bei der 2? Okay. Landen wir mal bei der 2. Gut. Dann versuche ich mal noch die Discover ein bisschen stärker zu machen. Weil erstmal Geld ist wichtig. Weil ohne Geld gibt es hier keine Chancen. So, erstmal hier der Händler. Hallo, Teladi. Zeig mir deine Angebote. Fruchtsalat, Interface-Einheit, die 133 Stück, 130 Stück. Programmierbare Feldmatrixen, wir behalten mal eine. Dankeschön. Raumfliegen Eier, 23 Stück. Die hebe ich auf. Seltene Gewürze, Verbände. Nadel. Bombenwerfer, Handlaser und Raumanzug Schubdüse. Dankeschön. Digitales Seminar. Erste-Hilfe-Kästen. Ansonsten Battlelog, hydraulische Pumpe, Pumpen. Marcher klebt weg damit. Komm, wir schmeißen das hier mal alles weg. Ich bekomme das ja alles doppelt und dreifach. Bitte sehr. Ja. Dankeschön. Ich habe einen guten Profit gemacht. So, Nadeln.
Raumanzugs-EMP, Raumanzugsbombe, Raumfliegeneier, Sinzer. Ja, die Sachen fehlen mir noch. Gut. Dann brauche ich jetzt da ganz dringend. Ja, warum ich dich beschieße? Ganz einfach. Tschüss. Warum ich dich beschieße? Weil du natürlich auch einer bist, wo mich hier... wo meine Sachen haben will. So. Das ist nicht gut. Dann steig doch aus. Container. So. Gut, ja. Dann, hier ist ja der Krieg so einigermaßen vorbei. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir fliegen mal rüber. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal Feierabend. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also, bis denn. Tschüss.